Ja, hoch. Wer ist das? Und damit auch herzlich willkommen auf YouTube. Aufgehört haben wir, da war hier nur das Pferd und die Hühner. Jetzt ist hier noch ein alter Mann. Hallo? Wer sind Sie? Tok. Das ist Tok. Hallo Tok. Was willst du von einem alten Mann wie mir? Hä, du hast neben uns gestanden. Er hat doch neben uns gerade gestanden. Ach so, die Hyrule-Pilz-Sache. Hier ein Hyrule-Pilz. Ein Geschenk von Zabono? Na, das ist großzügig von ihr, danke. Ist das aber ein feiner Pilz, den du mir da bringst? Okay. Es ist ein Hyrule-Pilz, davon haben wir ganz viele. Es scheint so, als würden Zabonos Pilze plötzlich überall aus der Erde sprießen. Mir tränen ein bisschen die Augen bei diesen knalligen Farben überall hier. Meine Familie und all meine Freunde in meinem Alter pflegen das Leben etwas ruhiger anzugehen als diese junge Dame. Trotz allem wäre es unhöflich, so ein großzügiges Geschenk abzulehnen. Vielen Dank. Okay. Haben ihm gegeben. Muss ich nochmal gucken, weil. Was? Hat er uns hier. Genau, aber noch. Ach, das wollte ich nämlich machen. Wir müssen übrigens hier noch die Karte vervollständigen. Die haben wir noch gar nicht. Und dann können wir nämlich auch die Karte holen. Wir holen erstmal hier die Karte irgendwo. Irgendwo muss die ja sein. Somewhere, ich glaube, da oben. Okay. Let's go. Wir müssen auf das Gebirge da irgendwie. Ja, ich sehe den Bandschrein da vorne. Da werden wir auch dran vorbeikommen. Da oben ist übrigens auch wieder ein Sakura-Baum. Okay. Ach ja, ich mag unser Pferdchen. Also, das kann es nicht. Das hier ist ein bisschen zu steil, diese Kurve. Was machen wir dann? Da helfen wir ein bisschen. So. Da müssen wir, glaube ich, hier lang. Warte mal, halt. Anhalten, bitte. Ich laufe ja schon. Na, dann lauf mal. Sag ich mit dir, Doggo. Warte, der kriegt ein paar Äpfel von uns. Vielleicht kann er uns dann irgendwo was Schönes zeigen. Ja, Doggo. Warte. Ja. Bitte, Doggo. Den Apfel. Iss ihn. Warte. Kriegt gleich noch einen Apfel von uns. Nein, ich will ihn nicht essen. Das war Doggo. Hier, Doggo. Da ist noch ein Apfel. Iss ihn. Da, hier ist ein Apfel. Ist ein Apfel. Iss ihn. Iss ihn, Apfel, Doggo. Hier doch. Ich will nur mal wissen, ob das hier auch funktioniert. Letztes Mal, als wir dem Doggo ganz viele Äpfel gegeben haben, hat er uns nämlich irgendwas aus irgendwo hingeführt. Mal gucken, ob der auch irgendwas kann. Ja, Doggo, ist doch ein Apfel. Huch, der geht einfach weg. Doggo. Doggo, wo gehst du hin? Oh, Truhe. Ach so. Oh, liebes Doggo. Oh, der hat uns eine Truhe gezeigt. Oh, Doggo, das ist ja so lieb von dir. Die hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Guck mal. Danke, Doggo. Ein Ritterbogen. Mit der guten Haltbarkeit. Schön. Oh, lieb von Doggo. Oh, so. Wollen wir hier noch reingucken? Gibt es hier was Schönes für uns zum Mitnehmen? Nö. Gut, dann gehen wir zum Schrein. Ach ja, so. San Mika Schrein. Dann gehen wir da mal rein. Das war schwach, ich weiß. Ach, okay. Mal gucken, was es jetzt gibt. Manche Schleime explodieren, wenn sie angegriffen werden. Okay.
Okay, na gut, das haben wir doch auch schon mal herausgefunden. Das sind vor allem die Feuerschleime. So, was ist die Aufgabe? Schöpfung. Okay. Wir sollen irgendwas erschaffen. Offensichtlich. Gott. Hä? Wir brauchen eine große Kugel. Wir brauchen eine große Kugel. Wo wir die herkriegen. Wo die ist. Das bewegt. Oh, das sind ganz viele Kugeln, guck mal. Aha. Okay, wir müssen also etwas bauen, womit wir dann eine Kugel hoch transportieren können. Okay, warte. Ich geh mal runter. Gut, wie machen wir das? Da. Da haben wir ganz viel. Was ist damit? Ach so. Oh, wir brauchen eine. Ah. Lass mal kurz gucken. Wir brauchen eine Platte. Genau, dann dreht sich das Ding. Perfekt. Aber erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal da etwas zusammen basteln. So. Und zwar die hier zusammen. Und die hier zusammen. Und dann packen wir die hier so dran. Gucken, ob das klappt. Das ist so meine gleiche erste Idee gewesen, dass wir irgendwie so einen Haken bauen, damit er da nicht runterfällt. Er könnte trotzdem runterfallen von irgendeiner Seite oder so, aber wir probieren es erstmal so. So, warte. Und zwar hier ran. Guck mal. Wenn wir jetzt so einen Ball. Komm nicht ran. Wir brauchen einen Ball von oben. So. Den jetzt nehmen und hier rauflegen. Wir können ja mehrere rauflegen. Eins wird schon oben ankommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hallo, Gego. Guck mal, und heute hat sich auch der kleine Gingerbread wieder begrüßt. So, warte. Hier noch einen rein. Wie gesagt, einer wird schon ankommen. Jetzt müssen wir das nur noch anmachen. Eins ist runtergefallen schon wieder. Aber eventuell. Mal gucken. Es sollte eigentlich gerade gleich nicht weitergehen, ne? Hat geklappt. Cool. Hat geklappt, die Idee. Aber hier gibt es nicht zufällig auch irgend noch eine Truhe oder so versteckt oder irgendwie. Aber ich glaube nicht. Mann, sind hier viele Kugeln. Ich frage mich, ob da drunter eine Truhe ist. Bestimmt nicht. Das wäre fies. Die räume ich halt sich alle weg. Wir könnten es aber tun. Morgenkaffee! Ja, es ist einfach so abgebrochen. Es was? Wir holen jetzt mal die ganzen Kugeln da raus. Ich will wissen, ob da noch was drunter versteckt ist. Ich mach das jetzt einfach mal. Kugeln wegtun aus diesem riesigen Becken. Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Könnte etwas dauern. Ja, die kommen wir gerade noch nicht an. Ich will es nur wissen. Das wäre richtig bitter, wenn die da wirklich unten was versteckt hätten. Könnte man nicht theoretisch aus den Kugeln eine Kugel machen? Ja doch, eigentlich schon. Warte mal. Ja, guck mal, wir können die zusammenbauen. Wir könnten auch eine Kugel aus den Kugeln bauen. Ich weiß nur nicht, wie wir das am schlausten machen. Nee, das ging jetzt nicht gerade. Wir müssten das ja irgendwie rund bauen. Das ist ein bisschen rund gerade schon mal. So. Also erstmal können wir einen Kreis bauen. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, ey. So, guck mal. Warte mal. Das hier ist doch ein bisschen doof. Der muss mal ab da.
Warte. War keine Absicht. Alles gut. Ich bin jetzt gerade selber gespannt, ob das funktioniert. Genug Kugeln haben wir. Warte. Hier noch. Jetzt brauchen wir noch eine Kugel dazwischen dann. Jetzt haben wir gleich erstmal einen Donut. Guck mal. Warte. Cool, guck mal, das sieht ist ein bisschen unförmig. Also wir könnten eine unförmige Kugel machen. Oh boy. Warte mal. Gucken, das funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, das. Also bestimmt geht das. Aber ich glaube, ich krieg das nicht hin. Nein, das sieht ja schon nicht aus, als wenn es funktionieren wird. Warte mal, wir müssen den hier ransetzen. Ovale Kugel ist auch eine Kugel. Ja, gut, stimmt. Das ist halt ein Ei. Alter, das wird doch keine Kugel. Das wird irgendwas, aber das wird alles Mögliche, aber keine Kugel. Oh Gott. Mann, ich wollte ihn eigentlich an den da brauchen. Ach, egal. Ich gebe es auf. Das wird ein Klotz. Das wird keine Kugel mehr. Das wird einfach ein Klotz. Eigentlich ist es eine eigenständige Form, oder? Aber eigentlich ist er auch ein Oval. Alter, was ist das hier? Das wird ein Cock-en-Bouche, wird das. Ist da wirklich eine Truhe? Oh Gott, Spiel, du verarschst mich doch. Da ist wirklich eine Truhe versteckt. Da. Oh, Alter. Okay, jetzt muss ich alle Kugeln nach rausholen. Ich hab's mir doch fast geahnt. Das ist ja ein fieser Scherz von den Entwicklern. Haben die da echt eine Truhe unter versteckt? Wow. Warte. Noch ein bisschen drunter. Ich habe die Idee, wie man die effizienter rausholen könnte. Wie denn? Schlag mal vor, die Idee. Könnte man die denn effizienter da rausholen? So. Wie, du rollst da wieder rein. Warte. Geh da ran. Du brauchst nicht reinzurollen. Jetzt muss ich halt wissen, ob da noch mehr Truhen sind oder ob das nur die eine ist, ne? Ich muss das einfach wissen. Oh, ist das. Oh, da hätte ich mich ja richtig geärgert, ne? Unten zusammenstecken und dann rausholen. Ah, warte mal. Ja, wir probieren's. Wir probieren's. Ah, gute Idee. Gute Idee. Was ist denn jetzt passiert gerade? Komm bitte, komm. Hey, was passiert da gerade die ganze Zeit, hä? Ach, die sind wieder kaputt gegangen oder was? Keine Ahnung. So, komm mit, du komisches Ding. Warte, was? Ideen von wem anders klauen oder das eigene ausgeben? Check. Ah, was? Wo hast du denn die Idee her? Hey, warum sind da schon wieder eine Kugel? Mit der Kugel, hallo? Wo hast du die Idee her? Hast du die wohl schon bei wem anders gesehen? So, warte. Ich hole das mal die Truhe raus. Gucken wir weiter, ob da noch mehr Truhen sind. Warte, was? Gute Frage, aber so ein Spruch dachte ich, mir könnte passen. Ach so.
liegen hier gleich überall irgend so eine Kugeln rum. So. Guck mal, jetzt können wir schon mal hier runtergehen. Das nenne ich jetzt Kugelmining. Hm? Raus mit den Kugeln bitte. Na, aber hier ist keine Truhe mehr. Okay, gut, das haben wir geklärt. Hier ist keine Truhe mehr. Das ist wirklich nur die eine gewesen. Es ist, aber es ist fies genug. Boah, ist das fies. So, jetzt holen wir uns die Truhe. Ah, verdammt! Wir können es nicht aufnehmen! Was? Aber das war so viel Arbeit. So viel harte Arbeit. Wir müssen irgendwas anderes wegschmeißen. Dieses komische hässliche Ding. Oh, nee, das hat eigentlich eine gute Angriffskraft, verdammt. Mist. Entweder den langen Zauberstab oder den kurzen Zauberstab. Eins müssen wir jetzt weghauen. Warte, beim Bewerbungsgespräch so der Chef. Also, Lucky, was machen Sie sich nur in Ihrer Freizeit? Ich hole Kugeln aus einem. Oh, Alter! Was? Okay. So, wir müssen irgendwas wegwerfen. Die würde ich ungern wegwerfen, weil die halt eine gute Haltbarkeit haben. Eine sehr gute Haltbarkeit. Also, wir müssen den kleinen Zauber... Ich schmeiße den kleinen Zauberstab weg, oder? Komm, wir schmeißen den kleinen weg hier. Ich möchte gerne das Sonanium-Schwert. Wenn wir schon extra hierher gekommen sind dafür... Wir haben es extra ausgebuddelt. Deswegen kommt es jetzt auch mit. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So. Huch, jetzt müssen wir irgendwie wieder hier raus. Hilfe. Viel zu viele Kugeln liegen hier überall rum. So. Eieiei. Was soll ja... Hat er gerade übel dieses... Was? Diese Vibes? Ah ja, aber vergessen. Ich hole Kugeln aus einem Loch und forme die Kugel zu einer Kugel. Ja, genau. Okay. So, das haben wir aber schon aufgemacht gehabt. Perfekt. Können wir nämlich jetzt durch. Sie sind eingestellt. Was top. Moblins sind Fleischfresser und aufgrund ihrer Körpermasse schiere. Okay. Irgendwas. Habe ich jetzt zu spät gesehen. So, warte, wo ist denn unser Pferdchen? Da hinten. Wir holen uns erstmal die Karte von dem Ort hier. Ach stimmt, hier kannst du ja gar nicht schneller als das. Das ist okay. Puh. Schläfst du da hinten? Ich glaube, der schläft da. Der steht da und schläft. Dass sie uns auch unbedingt davor rennen muss, ne? Schlimm. Einfach schlimm. Was? Soll ich weitermachen? Womit denn weitermachen? Mach ruhig. So, ich wollte jetzt gerade nur mal gucken, wo müssen wir... Wo sind wir? Da hinten. Müssen wir irgendwie dann... Müssen wir irgendwie jetzt hinkommen? Irgendwie muss es da ja hingehen. Wir haben leider keine Karte hier. Wir können also nicht genau sehen, wo wir lang müssen. Wir können nur probieren. Eventuell hier lang, oder? Mal schauen. Ja,
Ja, das würde ich dich fragen. Ich bin ja kein Stand-Up-Comedian. Der war schlecht, der Job. So, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ruinen des Reitplatzes. Rechts lang. Okay, aber eigentlich wollte ich woanders hin. Ich ignoriere mal, dass der auf uns gerade gefeuert hat, ne? Ah, da war irgendwo gerade ein Dingens. Ah, nee, das ist hier lang. Wie kommen wir denn da hoch? Was habe ich denn hier nochmal? Was habe ich denn hier nochmal hingebaut? Da ist ein Mensch. Okay, ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Irgendwo. Ich muss jetzt mal absteigen. Weil ich muss noch kurz was gucken. Da möchte ich nämlich hin. Ich weiß aber nicht, ob wir mit unserem Pferdchen da hinkommen. Um ehrlich zu sein. Pferdchen, ich park dich hier. Wir holen dich später wieder. Das war einer mal eigentlich schon immer so komisch mit den Zahlen. Nee, den habe ich erst neulich so verändert. Der ist erst jetzt so komisch. Hä, nee. Wir müssen da doch irgendwie mit dem Pferd hinkommen. Wir müssen aber irgendwie mit dem Pferd hinkommen. Ich weiß gerade nicht wie, aber irgendwie muss das funktionieren. Oh, ihr könnt mich mal. Ihr blöden Schleime. Warte mal, sollten wir nicht ein Foto von denen machen? Moment, warte. Wir sollten ein Foto von denen machen. Wir tauschen es aus. Tschüss, bin weg. Was? Lucky, wie wäre es mit hinreiten oft auf dem Pferd? Das habe ich doch gerade vor, Kaffee. Das habe ich doch gerade vor. Ich weiß halt aber nicht, ob wir da einen Weg finden. Können wir gucken, ob wir einen Weg dahin finden. Weil das Pferd kann leider noch kein Berg steigen. Das hat es noch nicht gelernt, den Skill. Da vorne können wir vielleicht. Oh nee, das ist was anderes, oder? Du hast gefragt, wie du da hinkommst. Und siehe da, hier hast du eine Antwort. Ah, okay. Okay, warte, da können wir leider nicht weiter. Das macht keinen Sinn. Das ist hier eine Sackgasse. Gut. Sollen wir mal gucken, ob wir einen Weg finden. Aber jetzt sind wir wieder ganz woanders, schau mal. Hä? Jetzt reiten wir ja wieder hier zurück, weißt du? Hinter Hateno vielleicht? Das wäre eine Idee gewesen. Oh, bin ich clever. Wir drehen um. Kannst du auch richtig umdrehen? Los, komm. Oh, ich dachte, du kannst einmal auch richtig umdrehen. Erstmal tätscheln. Und los geht's. Wir versuchen es mal hinter Hateno. Wir können ja hinter Hateno, glaube ich, auch noch weiter. Weil wir ja, glaube ich, von dort nach Akala kommen könnten. Musst du auch zwischen den zwei Bergen-Dings gedönsen, oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie wir. Also, hier sind wir ja jetzt wieder zurückgeritten. Das macht also keinen Sinn. Wir wollen ja aber irgendwo hier hin. Ich denke, wir können hinter Hateno hier wahrscheinlich auch noch lang. Das probieren wir jetzt mal aus. So. Ja.
Ja, dich möchte ich gerade nicht zu deinem Freund bringen. Könnten wir auch noch in Angriff nehmen, aber dafür muss ich erst Epona holen. Epona habe ich jetzt gerade nicht da. So, Moment. Wir müssen, glaube ich, wieder nach da. Wow, wow. Verstehe. Schlimmstenfalls hätte ich gesagt, geh außen rum und versuche irgendwie da hochzukommen. Ja. Irgendwie schon. Oh, warte. Ein bisschen Fleisch. Wir haben aus Versehen auf dem Weg einen Fuchs gekillt. Lecker Fuchs, frisch überfahren. Ja, genau. Wow, wow. Hier wäre auch noch ein Weg. Wir könnten auch außenrum versuchen. Warte mal. Klebt die Leber noch am Huf? Ich habe nicht nachgesehen. Warte. Wir können hier unten mal lang reiten. Ist ja auch noch ein Weg. Ich weiß nicht, ob das nur zu einem großen offenen Feld führt. Aber wir könnten es probieren, mal kurz durchzureiten. Oh, hier sind auch noch Blachbäume, shit. Schnell da lang. Hau ab. Hau doch ab. Was? Hau ab, Mensch. Oh, unser Pferd, ne? Oh, schlimm. So. Aber das sieht nur aus wie ein weites Feld. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück. Verdammt. Oder kommen wir da hoch? Nette Bäume. Und Link ist kein Mensch. Link ist ein Link. So, hier kommen wir wahrscheinlich sowieso nach Hateno rein. Ja, ist okay. Dann reiten wir hinter Hateno mal rum. Oh, da ist ja ein Drachen. Ich mag die Drachen. Oh. Okay, warte, wir müssen hier mal irgendwie einen Umweg finden. Durchs Dorf. Ja, hau doch ab. Warte. Hier gibt es eine Aufgabe. Was mache ich nur? Springe ich einfach in den Teich? Nein. Der ist doch viel zu tief und ich kann doch gar nicht hoch. Ist doch nicht tief. Du kannst das Gras da unten sehen. Der ist überhaupt nicht tief. Spring rein. Es geht ja wahrscheinlich bis zu den Knien, das Wasser. Wieso siehst du mich so an? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Ja, okay, hier ein Heimatbild. Ah. Hä? Von Sagono? Was? Ich sage ja nicht, dass Pilze nicht hübsch anzusehen sind. Nur muss ich sie deswegen nicht gleich anziehen. Ja, ja, kann ich verstehen. Ist okay. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Das Paar vom Gasthaus war sich in dieser Sache auch nicht einig. Es ist bestimmt nicht immer leicht, wenn der Ehepartner einen anderen Geschmack als man selbst hat. Aber du scheinst es mit dem Geschenk nur gut zu meinen. Deshalb nehme ich es gern an und bedanke mich dafür. Falls du wegen dem Bauernhof hier bist, könntest du bitte mit meinem Vater auf dem Feld reden? Ich muss irgendwie an die Flaschenpost im Teich kommen. Da ist nämlich ein Brief von meinem Urgroßvater drin. Allerdings, ich komme nicht dran, weil meine Arme zu kurz sind und ich auch gar nicht schwimmen kann, ganz zu schweigen mit der Flasche in der Hand. Der Brief sollte mir einen Hinweis darauf geben, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Nicht zu fassen, dass er nun im Teich liegt. Da hinten? Ein Brief für Koyin. Warte. Da. Kommen wir da ran? Verdammt. Okay. Wir brauchen etwas zum Schwimmen. Da hinten ist übrigens ein Unwetter. Okay. Wir brauchen Holz.
Hier liegt ja auch ein spitzer Stein. Haben wir nicht vielleicht sogar eine Axt? Wir haben eine Axt. Hier liegen nicht umsonst so viele spitze Steine. Damit können wir uns jetzt ziemlich einfach ein Floß bauen. Haha. Ein kleines. Oh, das reicht, glaube ich, fast schon. Ist hier noch ein kleiner Baum, dann nehmen wir den noch mit und dann ist gut. So. So. Dann müssten wir da eigentlich rankommen. Neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse namens nicht vor der Reife. Was? Okay. Jetzt müssen wir das eigentlich nur... Ja, wie machen wir das jetzt? Ich werde erstmal die Flasche hier Nee, ich will die Flasche... Damit er nicht runterfallen kann, da einfach mal anbinden. So, warte. Jetzt müssen wir doch den einfach nur noch... Oh, shit, kommen wir da nicht ran, echt? Ach, komm. Verarscht mich jetzt. Wollte ich wohl sagen. Hab doch keine Angst. Da ist eine Flasche für dich. Guck mal hier, ich hab dir die mitgebracht. Warte. So, bitte. Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass ich gerade gar keine Zeit... Huch. Was? Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters. Aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Krakelschrift kann man auch nur entziffern, wenn man, wie ich, Erfahrung mit Uropas Briefen hat. Ach ja, das muss wohl ein H sein. Dann ist das sicher ein K. Und dann heißt das vielleicht... Neue Spezialität mit Bürgermeister-Fermentierung Käse namens... Nicht vor der Reife. Oh, ja, das könnte sogar funktionieren. Entschuldige, ich muss die Idee meines Urgroßvaters sofort in die Tat umsetzen. Ich bin im Haus, falls mich jemand sucht. Hey! Das Haus ist da drüben. Besuche mich doch später mal, damit ich dir etwas zum Dank geben kann. Eventuell kann ich eine neue Spezialität für den Bauernhof. Ach was, für die ganze Stadt machen. Das wird prima. Ja, das will ich jetzt haben. Was auch immer. Was ist mit dir? Ja. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hateno Bauernhof. Hä, wir wohnen hier schon seit BOTW. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind, aber wir haben ein Haus weiter unten. Wir wohnen in Hateno, hallo? Wie schön. Wie schön warm die Sonne heute wieder scheint. Meine Kühe sind immer glücklich, wenn sie ein Sonnenbad nehmen können. Was ist? Hast du was für mich? Okay, hier ein Heimatpilz. Please. Ist der von Sagono wie nett? Frittiert sind sie prima für zwischendurch. Oh. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich weiß dein kleines Geschenk zu schätzen. Aber meine Tochter Kojin und ich sind... und ich und Tok... Okay. Wir machen uns nichts aus Mode. Auf dem Feld nützt einem das wenig. Schön. Wenn das alles ist, wozu du hergekommen bist. Hm. Wenn du hier wärst, weil du frische Milch haben möchtest, hätte ich echt ein Problem, kann ich dir sagen. Wieso Milch? Sag nicht, du hast noch nie von der leckeren Milch gehört, die es hier bei uns auf dem Hof gibt. Meine Kühe bekommen ganz besonderes Futter zu fressen, das ich selbst mische.
Das macht ihre Milch so köstlich. Leider finde ich in letzter Zeit kaum noch Eicheln, die ein wichtiger Bestandteil meines Kuhfutters sind. Früher konnte man haufenweise Eicheln im Wald hinter dem Hof finden, doch mittlerweile sieht es dort eher mau aus. Vermutlich wegen der Eichhörnchen, die sich dort wie wild vermehrt haben. Wenn man die irgendwie erschrecken könnte, würden sie die Eicheln sicher fallen lassen. Aber sie sind viel zu flink. Solange ich nicht mindestens 3 Eicheln habe, kann ich leider kein Kuhfutter mehr herstellen. Ja, die Eicheln. Ist das dein Ernst? Na, wenn das so ist, einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Hier, nimm dies hier von mir als kleine Aufwandsentschädigung. Wohl bekommst. Ja, wir haben Milch bekommen. Diese eine Portion hatte ich eigentlich für einen besonderen Anlass aufgehoben. Schätze mal, das hier ist so einer. Also gut, dann werde ich mit den Eicheln, die du mir gebracht hast, meinen Kühen schnell mal neues Futter anmischen. Schau ruhig wieder vorbei, falls du in Zukunft Lust auf Milch hast. Für 3 Eicheln gebe ich dir gern eine weitere Portion. Ein tolles Angebot nur für dich. Wie viele Eicheln haben wir noch? Warte. Hm? Wo? Naja, komm, wir holen uns doch mal eine. Hallo? So, ich hätte noch gerne. Ja, bitte. Wir machen Tauschgeschäft. So kann man auch Milch kriegen, ohne Geld zu haben. Oh, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh dir das mal an. Das ist echter Hateno-Käse nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker. Er ist fest, aber schmilzt förmlich im Mund. Also, warum ich dich hergebeten habe? Ohne dich wäre das Rezept jetzt immer im Teich. Und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als Ersten den Käse probieren lasse. Also, vielen Dank nochmal. Hier, nimm ruhig. Juhu, Hateno-Käse. Cool. Dankeschön. Ja. Offenbar hat mein Urgroßvater das Rezept für Hateno-Käse zusammen mit dem damaligen Bürgermeister entwickelt. Es war für unser Dorf gedacht, aber die Leute wussten nichts damit anzufangen. Sie waren wohl noch nicht so weit. Aber nachdem ich den Käse jetzt probiert habe, bin ich mir sicher, dass die Zeit reif ist. Er wird die Welt im Sturm erobern. In letzter Zeit haben die Leute ihr Geld eher für Mode ausgegeben. Wir hatten spürbar weniger Kundschaft. Aber mit dem Käse könnte sich das Blatt nun wenden. Vielleicht merken die Leute, dass auch gutes Essen sein Geld wert ist. So, und jetzt werde ich hier erstmal etwas umbauen. So, das hier hin. Nein, da drüben passt es besser. Ja, so müsste es doch gehen. Wow. Na, was hältst du von der brandneuen Hateno-Käserei? Jetzt muss ich noch schnell dafür sorgen, dass der Käse auch im Krämerladen verkauft wird. Wenn du den Käse hier kaufst, mache ich dir auch das besondere Angebot, dass du mit Milch statt mit Geld zahlen kannst. Ich werde den Traum meines Urgroßvaters würdigen und diesen Bauernhof nah und fern bekannt machen. Und komme ich gerne jederzeit wieder besuchen. Oh, die mag uns wohl. Aber ich würde ihn gerne nicht mit Milch bezahlen, weil wir haben kaum Milch. Warte. Wo? Oh Mann. Sie haben 6 Milch. Die würde ich jetzt ungern dafür verschwenden. So. Ich möchte den kaufen. Ich kaufe mal 2. Ja, wir haben Käse gekauft. Juhu. Ich gucke mich erstmal bei euch im Haus um, ne? Okay, warte. Wo genau schläft denn dein... Wo schläfst du? Wir haben ein Bett für den Opa und eins für den Papa. Aber wir haben kein Bett und sorry. Wir haben aber kein Bett für dich. Pennst du hier unten? Ach komm, hier unten pennt auch wer. Okay, gut, wir haben 3 Betten. Alles klar. Dann pennt da unten vielleicht der Opa. Weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, bleibt er einfach hier unten.
So, hier haben wir ein Rezept für Pizza. Oh, geil, Pizza. Guck mal hier. Käse? Ist das Weizen? Bestimmt, oder? Wir haben keinen Weizen, natürlich. Oh, Mann. Da muss ich mir das kurz fotografieren. Ich will Pizza machen. So, muss ich kurz behalten. Ich will Pizza machen. So. Wo ist unser Pferd? Komm her, Pferd. Komm her. Oh. Cool. Okay. Die gehen echt zum Bauernhof? Wegen dem Käse jetzt, ha? Oh, wow. Oh, sorry. So, jetzt hat man doch auf jeden Fall das Foto gemacht von dem Schleim. Das wollte, glaube ich, der von der Färberei haben, ne? Weil er sein eigenes Branding aufbauen wollte. So. Hast du mir etwa Anschauungsmaterial gebracht, auf dem ein Schleim zu sehen ist? Hier, guck mal. Oh, das ist definitiv ein Schleim. Mit diesem Anschauungsmaterial sprudelt meine Inspiration gleich über. Ich werde mich sofort an die Herstellung des Stoffes machen. Kriegen wir den geschenkt? Es ist vollbracht! Dank dir konnte ich ein wunderbares Stück Stoff herstellen. Hier, nimm es als Dank für deine Hilfe. Ja, cool, Schleim. Robuster Stoff mit Schleimmotiv. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Wie ich mir schon dachte, ist es mit Anschauungsmaterial gleich viel leichter. Ich sprudle nur so vor Ideen. Hier sind ein paar Motive, die ich gerne als Vorlage nutzen würde. Oh, okay. Wenn du Material findest, das als Referenz dafür dienen könnte, zeig es mir doch bitte. Wenn mir die Herstellung mit deiner Hilfe gelingt, bekommst du als Dankeschön natürlich den Stoff geschenkt. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Oh, cool. Kannst du mal zeigen, was für Zeug? Kannst du mal... Zeig mir noch mal, was du hast. Also, was hat er? Ein Pferd? Pferd und Huhn können wir... Mit Pferd und Huhn können wir, glaube ich, dienen. Alienstrauß, oh Gott. Wow, das sind echt viele. Eine Leune, oh Gott. Ich weiß gerade gar nicht, was ein Griok ist. Können wir ihm nur gerade noch was zeigen? Nö, wir haben gerade nichts Neues für ihn. Aha. Was ist denn hiermit? Sieben Kriegerin. Aber es hat nur ein Ausrufezeichen, deswegen würde ich es auch noch nicht löschen. Ja, wir können anderen Krempel mal löschen. Nein, das nicht. Nein, das will ich auch nicht löschen. So, das löschen wir alles. So. Warte mal. Pferd. Sie haben es vor allen Dingen noch nicht mal fotografiert. Pass auf, Parasegelstoff. Bitte. Warte, Parasegel erneuern. Hier. So, zeig mal, wie sieht denn der Stoff jetzt aus? Oh, mit Pferdchen. Cool. Schöne Sache. Warte mal, jetzt können wir erstmal sortieren.
So, und jetzt wollte ich eigentlich hinter Hateno reiten. Was ich schon wieder vollkommen vergessen habe. Ach, schlimm. Deswegen reiten wir jetzt nochmal da hoch. Das war auch eine Aufgabe. Immer noch sehr viele Aufgaben, die wir lösen können. So, warte. Hier einmal hoch, bitte. Wow. Oh Gott, ist mir beide runtergefallen. Strand. Naja, Kai, komm, wir gehen mal zum Strand, oder? Oh. Moment. Wo willst du hin? Doch, warte, ich hatte mal, du wolltest zum Strand, oder? Kann das sein? Zeig mal kurz, wo wolltest du hin? Tatsächlich. Verdammt. Verdammt. Ach, leider können wir das mit dir nicht mitnehmen. Das ist das falsche Pferd dafür. Da unten ist, glaube ich, so ein leuchtender Hase, ne? Wir brauchen ein Auge. Warte. Nehme ich kurz auf. Oh gut. Ist irgendwo ein Gegner? Oh, hallo. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Ich habe eine andere Waffe ausrüsten. Wir nehmen mal die Waffe. Okay. Ah, guck mal. Oh, Alter, was? Wo kommst du jetzt wieder? So, ha, geschafft. Okay. So. Was für ein Weg. Hier ist der Strand, okay. Warte mal. Ist da noch ein Krogrätsel? Zeig doch hier irgendwo hin. Und jetzt haufenweise Zeug auf dem Boden, das will ich auch alles haben. Ein Ruder. An den Finder dieses Briefs. Ich brauche Hilfe! Ich war gerade beim Fischen, als mich ein Sturm überraschte und ich in einer nahegelegenen Höhle Schutz suchen musste. Meine Kleider waren noch nicht trocken, da stürzte plötzlich ein Felsen von der Decke und verschloss den Zugang. Ich konnte ein paar Leuchtsamen durch kleine Lücken nach draußen pressen, die jetzt im Wasser schwimmen müssten. Mit etwas Glück spült die nächste Flut diese Flaschenpost und die aufgeblühten Leuchtfahne an die Küste. Wenn du das hier liest, hat es geklappt. Also, werter Flaschenpostfinder,
Könntest du bitte der Spur von Leuchtfahnen und Leuchtsamen folgen und mich aus dieser Höhle befreien? Das wäre nett. Hä, wo denn? Wo ist die Spur? Ich nehme erstmal Zeug mit. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Batterie. Aber da ist ein Pferd übrigens. Das ist cool, das will ich haben. Was sind denn die Leuchtfahne? Da lang, ha? Oder? Ja, aha. Da lang. Da ist der drin gefangen. Irgendeiner Höhle, alles klar. Good to know. Dann würde ich... Ist wahrscheinlich die, oder? Ich drehe mich mal direkt hin. Sehe ich jetzt gerade nicht, aber... Na egal, hier irgendwo jedenfalls. Dann müssen wir uns erstmal ein Boot bauen. Was jetzt, glaube ich, nicht das Problem wäre. Hier sind sehr viele Materialien dafür. Das führt auch nach da. Und das führt nach da. Au. Hier irgendwie was versteckt oder so? Irgendwo muss hier ein Krog sein oder was, weil... Ah, oh, schon wieder Blutmond, ernsthaft? Es ist echt oft Blutmond, Mann. Was ist da los? Boy, wie nervig. Ich hasse Blutmond. Wo ist unser Pferd? Wir reiten mal da hinten den Strand entlang. Den Strand entlang. Na toll, das ist so ein komischer... Warte mal. Erstmal, den will ich haben. Eine Rüstungskrabbe. Muhaha. Eine Krabbe mit besonders harter Schale. Als Kochzutat stärkt ihr Fleisch deinen Körper und erhöht so deine Verteidigung. Schön. Haben wir... Ha, Schwertkrabbe. Hallöchen. Hallöchen, Kotori. Schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Miau, auch an dich natürlich. So, Krabbe mit messerscharfen Scheren, deren Fleisch die Muskelkraft stärkt. Als Kochzutat steigert sie deine Angriffskraft. Haben wir den schon mal fotografiert da hinten? Nein, haben wir nicht. Oh, ich krieg ein Kampai. Vielen lieben Dank, Kotori. Ein Kampai. Da trinke ich doch gleich meinen Schluck. Dankeschön. So. Hier wird jetzt voll zugeschlagen. Danke für die Teilnahme an der Herausforderung. Da wird jetzt voll zugeschlagen. Okay, gut. Jetzt haben wir erstmal Blutmond. Ich gucke jetzt ganz gebannt darauf. Oh mein Gott. Ich habe auch keine Lust darauf zu gucken.
Wir reiten einfach weiter. Warte mal, ich will mal gucken, ob wir dem entgehen können. Wahrscheinlich nicht. Ich will aber nicht gegen ihn kämpfen. Verdammt! Schnell! 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 Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Keine Lust gerade. Was ist das? Ja. Wenn das Blut Mons liegt. Wissen wir. Ich habe was gesehen. Warte. Hallo? Was ist das denn? Hier ist auch ein Schrein in der Nähe. Was ist das? Was? Stirb. Oh. Ach, das ist ein Krog-Rätsel hier. Stimmt, hatten wir schon mal sowas. Warte, ich mache hier mal kurz ein Krog-Dingens hin. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Wo bist denn du? Fuck. So, da. Wo ist er denn? So. Jetzt habe ich doch gegen ihn gekämpft. Verdammt, Brassstab, den hätte ich jetzt eigentlich gern. Was? Was? Ich bin jetzt auch auf den Lurk richtig da. Ach, aus dem Lurk. Ach so. Ach so. Und ja, gegengeschlagen hatten wir. Das ist irgendwie ein Krog-Rätsel. Ich glaube. No. Ist ein Haus? Ach so, das ist. Ach so. Das ist das Institut. Wir müssen nämlich, glaube ich, wenn ich dagegen haue. Alles gut. Wenn du ein bisschen schlummern warst. Ist ja auch Sonntagvormittag, ne? Wir müssen, glaube ich, dann dieses Dingens irgendwie kriegen. Da. Wir müssen, glaube ich. Hallo? Hä? Es fehlt sich mehr. Warte, wir müssen, glaube ich, das Ding irgendwie. Verdammt. Shit, ist das jetzt weg? Wir müssen das irgendwie erwischen. Ich weiß nicht, ob das egal ist. Das Rätsel ist einfach. Hm. Wir müssen wahrscheinlich einfach diesen Samen kaputt machen, nehme ich mal an. Hä? Stirb! Stirb! Ich weiß leider nicht. Was? Waffe geht nicht. Wie geht noch? Okay, wenn Waffe nicht geht, schließt das auch Pfeil und Bogen aus. Sonst müssten wir Wind erzeugen und das wahrscheinlich wegwehen, aber ich wüsste nicht, wohin. Warte mal, ich nehme das mal kurz auf. Wir hatten nämlich schon mal so ein Rätsel. Ich konnte das auch nicht lösen, weil ich tatsächlich nicht so richtig eine Ahnung hatte, was ich damit anstellen soll. Was kann man mit Sachen machen? Anziehen. Man kann sie anziehen. Aber aufheben. Ja, aber. Ja gut, aufheben kann man sie auch. Aber dann, das heißt, wir müssen vor dem Teil auf dem Boden sein? Weil wenn es auf dem Boden aufkommt, dann ist es ja direkt weg. Im Flug aufheben. Wo ist es denn? Okay. Danke für die Hints. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ich wäre da wirklich nie drauf gekommen. Vielen lieben Dank, Kotori. Das, also darauf wäre ich ja wirklich niemals gekommen. Warte mal. Wir hatten eine Markierung. Ich würde gerne die Markierung löschen. Okay, alles klar. Aha. So, ich würde gerne dieses Riesenpferd noch mein eigen nennen. Hier war irgendwo noch so ein Riesenpferd gewesen. Das war ein BOTW noch woanders, ich kann mich erinnern. Hier, da. Dieses da.
Wow. Au, fuck. Aua. Aua. So. Warum bekomme ich Werbung, wo Knossi als Nock herumläuft? Was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah. So, ich hätte gern dieses Pferd. Hau nicht ab! Ich hasse dich, Pferd. Ich will dich aber haben. Gut, die müssen noch langsamer, noch ruhiger sein, noch leiser. Warte. Ganz leise. Ich will das Pferd. Ich will es. Wir sind ganz leise. Du hörst uns nicht. Bitte tritt nicht nach hinten aus, das könnte ganz schön wehtun. Los, aussteigen! Warte. Wir müssen kurz was... Oh, warte mal. Ausdauer. Nein, verdammt. Wir wurden abgeschmissen. Ah, Mann, ich wollte das Pferd haben. Ich weiß, wo du bist jetzt, Pferd, ne? Ich weiß es einfach. Hau doch ab. Ich werde dich irgendwann holen. So. Das Pferd ist ganz schön riesig. Ja, ja, das gab es im BOTW aber auch schon, dieses riesige Pferd. Gab es tatsächlich auch schon. Da habe ich es auch schon geholt gehabt mal. Ich werde es hier auch holen. Ich weiß jetzt, wo es ist. Es ist hier diesmal am Strand. Im BOTW war es ein bisschen versteckter. Obwohl, versteckt ist es hier an sich auch. Ja, hau doch ab. Geh doch weg. Ich will gar nicht zu dir. Oh. Hi. Was? Ich bin gerade so hoch geflogen. Was? Hä? Was ist das da? Oh, aber... Ach, guck mal. Hallo. Hihi. Haben wir. So, jetzt werde ich aber immer noch da oben hoch. Da sind wir natürlich jetzt ganz, ganz falsch. Bahnschrein. Wir folgen. Da drin vielleicht. Eine Höhle mit einem Bahnschrein. Warte mal. So, Rüstungskrabbe ganz kurz fotografiert. Und jetzt will ich sie noch einsammeln. Komm her, Rüstungskrabbe. Oh Mann. Oh, die erschreckt mich immer. Entdeckt. Oh nein. Höhle der Hinterbucht. Oh. Stirb. Oh nein, das ist ja noch einer. So, warte. T.
Was kriegst du denn von uns ab? Wir haben doch noch, wir müssen noch ganz, ganz viele von diesen Knochen von den Gibdo haben. Boah, Alter. Hier. So. Da ist der Schrein. Okay, da geht's noch. Wow, krass. Müssen wir uns auch noch rumgucken. Erstmal da hoch. Ne? Ne, ne? Wir gehen erstmal zum Schrein. Da können wir gar nicht rein, weil der... Wir müssen das Wasser erst abfließen lassen. Ah. Na, dann müssen wir erstmal runter. Aha. Was machst du? Spuckst du was aus oder bist du ein ganz normales Monster? Hi. Hallo? Oh! Alter. Warte, Quatsch. Ja. Wo ist die Truhe jetzt hin da unten? Ja, ja, die ist etwas höher, ich weiß. Der Schrein. Ein Sanshin-Langschwert. Oh Mann, ich will's haben. Oh Mann, wieso können wir das alles immer nicht aufnehmen? Wieso haben wir zu viele Waffen dabei? Und zu wenig Platz für Waffen? Oh, das ärgert mich. Ich will das eigentlich haben. Wir werden das noch ein bisschen nutzen, vielleicht geht's dann kaputt. Geh kaputt, Stein! Geh kaputt, Schwert, Stein! Stein, Schwert! Manu! Uch, nein, ich will das nicht schieben. Hier ist auch noch eine Waffe. Uninteressant. Haben wir dich schon mal fotografiert? Ja. Oh, ich will das haben. Wegen der besseren Haltbarkeit einfach. Das heißt, ich werde jetzt einfach... Meine Tasche einfach so klein ist. Ja, ich weiß, Kego. Unsere Tasche ist zu klein. Warte mal, aber das können wir vielleicht noch gebrauchen. Was können wir denn als Waffe entbehren? Das hier haben wir, glaube ich, nur mitgenommen. Eigentlich ist das cool, weil das im Prinzip auch ein Zauberstab ist. Das ist auch ein Zauberstab. Hieraus könnten wir auch noch einen basteln, wenn wir wollten. Das ist schwierig. Hierfür haben wir uns extra Mühe gemacht, um das rauszuholen. Unter den 4000 Kugeln. Oh, dammit, ich weiß es nicht. Mist, ich will auch sogar dieses Sunshine-Schwert haben. Sonst ist das hier einfach weg. Wir haben ja auch noch eins mit verbesserter Angriffskraft. Ich finde, Haltbarkeit hat halt für mich tatsächlich ein bisschen mehr Wert. So. Aber wir rüsten... Jetzt haben wir das hier aus, obwohl... Ach egal, das hier. Komm, was soll's. So, jetzt müssen wir nur das Wasser abfließen lassen. Warte, vielleicht würde ich es auch einfach so machen.
Wir brauchen eine Bombe. Wo ist und da? So. Da ist übrigens noch eine Bombe. Die würde ich gerne mitnehmen noch. Wenn es geht. So. Geht schneller als klettern. Ander-Mimka-Schrein. Ist da noch weiter? Ach. Nein, ich will sagen. Juhu. Cool. Können wir das kaputt machen, rein theoretisch? Nö. Das ist aber wahrscheinlich das abgeflossen. Sandtropfen. Friedliche Lebewesen, die in der Gerudo-Wüste leben. So. Wechselwirkung. Okay, ich hätte gern diese Truhe. Wow. Wow, war ich jetzt aber. Na, oh, das ist mir da am Rand. Guck das mal an. Und da kann der ganz entspannt stehen. Oh, Alter. Da komm nicht ran, ne? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Kugel. Das ist schon klar. Wie kriegen wir die da hoch? Oh, oh. Ah, okay. Ich hab's gerafft. Warte, warte. Du musst kurz weg. Wir brauchen ein neues. Genau. Und zwar damit. Das war ja jetzt nicht allzu schwer. Ah, genau, wieder zu. Okay. Aber ich will erstmal sowieso darauf irgendwie. Aber wie? Ach doch, warte, wir können einfach. Ich verstehe. Juhu. So, jetzt machen wir das nochmal. Na, wieder aufgehen. Danke.
Wir können mal wieder was verbessern, ne? Ein Herz oder Ausdauer. Ausdauer. Okay, dann machen wir als nächstes mal Ausdauer besser. Was ist eigentlich? Können wir hier raus? Wo kommen wir dann hin? Oh! Hier fallen wir eh wieder runter. Das macht also leider keinen Sinn. Geh erstmal wieder raus. Haben will. Leuchtpilz. So, wo ist unser Pferdchen? Herr Pferd, wo bist du? Ah. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Da kommt Drache. So. Wo will Drache hin? Keine. Versuch mal, ob ich den abschießen kann. Dafür brauchen wir nur ein Auge. Wow. Oh, so hoch kann das nicht fliegen. Okay, das wird nichts. Wo will denn der hinfliegen? Gibt's? Da muss hier doch irgendwo. Ach, Drache. Ich mag die Drachen. Ich beobachte jetzt den Drachen, während wir reiten. Wo der wohl hinfliegt. Offensichtlich da hinten hin. Spannend. Oh. Warte, sind wir wieder hier. Aber können wir hier hinten runter? Nee, nee. Wir denn noch mal darüber, sag mal. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich will doch nur da hoch. Kann ja daran so viel verlangt sein. Dann müssen wir da ohne Pferd rüber. Oh. Da war ein Falke. So. Warme Klamotten.
Das reicht schon aus, cool. Jetzt auch nicht mehr. Warte. Sandschuhe mal kurz probieren. Nee, auch nicht besser. Okay. Wir brauchen mal Schneeschuhe. Ich will ja nur da hoch. Boah, da sind sogar ein paar weiße dabei. Oh Gott. Oder silberne. Das sind ja dann irgendwann, heißen ja, glaube ich, silberne Goblins oder so. Aha. Genau da möchte ich hin. Könnten wir uns jetzt ein Gefährt bauen zum Fahren? Wir füllten. Sonst, vielleicht hilft uns das ja sogar. Wir haben alles dabei. Okay, warte. Ich guck mal kurz. Was haben wir denn? Ein Flammenwerfer. Wir haben davon leider noch keine Bauanleitung. Hm. Ich baue uns jetzt, glaube ich, wirklich eins. Das kleine oder lieber ein großes? Ich glaube, ein großes ist besser, oder? Obwohl, mit dem kleinen könnten wir besser irgendwo um die Ecken kommen. Aber den kleinen. Ja. Mit ein bisschen Batterien. So, was ist da oben? Ein Flammenwerfer. Den nehmen wir auch mit. Den bauen wir vorne dran. Warte mal. Oh Gott, ey. So. Brauchen wir die hier? Und hier war noch so ein Lenker. Also ist gut. Das schon mal darunter. Oh, Alter. So. Gut, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel, oder? So, machen wir so. So. Aha. Sehr gut, das haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch drei hiervon. Ich hole mal das hier noch kurz mit.
Zwei noch. Sehr gut. Aha. Let's go. Mal gucken. Kann ich einfach hochfahren, ne? Denke ich mal. Ja, kommen wir doch jetzt nicht weiter. Hier mal. Oh, wow. 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 Das hätte schief gehen können. Da unten ist übrigens ein Schrein. Sehe ich gerade. Okay, da ist was zum Hochkommen wieder. Ich lauf mal kurz vor ein bisschen. Das ist jetzt extra gebastelt. Ich will das mitnehmen. Komm. Ich will dich mitnehmen. Ich will es mitnehmen. Ich will weiter damit fahren. Verdammt. Ich weiß nur leider nicht, wie das gehen soll. Oh Mann! Ich habe mir extra sowas Cooles gebastelt jetzt hier. Muss doch die andere, den anderen Weg lang? Bitte roll nicht runter. Okay. Ich baue mal das da ab. Das verbraucht viel zu viel Batterie. Fahr mal den anderen Weg lang. Kommen wir da unten drüber? Wah, 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 es geht nicht weiter. Wir. Hol ich weiter. Da hoch müssten wir fahren. Wir folgen mal den Wölfen. Los, Gefährt! Los, du schaffst es! Ist noch irgendwie... Von hier aus können wir nur noch laufen, wa? Oder wir ziehen uns gleich hier hoch. Hm? Ah, okay. Wir nehmen es mit.
Na, ich wieder hoch. Wir fahren die Treppe jetzt hoch. Let's go. Wir sind zwar recht langsam, aber egal, so kommen wir auch ans Ziel. Oh, fuck. Tschüss. Oh, scheiße. Nein, warum seid ihr jetzt hier? Oh, verpisst euch. Ich will euch nicht. Scheiße, geht weg. Verpisst euch. Oh, fuck, ich will die nicht. Geht weg! Kommen die hier hoch? Kommen die hier hoch? Scheiße! Ich will die nicht! Geht weg, Mann! Verpisst euch! Scheiße, ich hau ab. Ich will die nicht. Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich will einfach gerade nicht. Oh, fuck, sind sie schnell! Verpisst euch doch! Ja! Sehr gut. Scheiße, die sollen abhauen. Warum müssen die da gerade auftauchen? Oh Mann, ich war gerade so entspannt unterwegs. Oh boy, jetzt müssen wir den Rest laufen. Nur wegen diesen blöden Ganondorf-Händen. Rats. Ah no. Der kleine Schisser. Ja. Mann. Ich habe leider schlechte, Erinnerungen an diese blöden Hände. Oh. Guck mal, da können wir auch gleich beten. Na, du bist doch bestimmt ein, ne, Legende vom Schatz. Erzähl uns mal. Hi. Grüß dich, ich bin Auberg, der Schatzjäger, der nicht einmal die weiten Schneefelder fürchtet. Wie bist du an den Händen vorbeigekommen, Alter? Hier ist es ziemlich kalt und viele Monster gibt es auch. Ein einsames Land, in das kaum jemand einen Fuß setzt. Und aus genau dem Grund gibt es auf diesem Berg sicher noch eine Menge ungehobene Schätze. Nachdem mir das klar geworden war, bin ich von weit her zur Aranellspitze gereist. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, hier jemanden zu treffen. Dir kam sicher der gleiche Gedanke wie mir. Also interessierst du dich sicher für Informationen über Schätze, richtig? Tja, weißt du, ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher ein Rätsel zu hören, das zu einem Schatz auf dem Berg führen soll. Meine Schlussfolgerung über Schätze auf der Randellspitze scheint sich also zu bewahrheiten. Willst du das Rätsel auch hören? Gut, dann pass auf. Hi. Denn ich bin Auberg, der Schatzjäger, der keine Geheimnisse hat. Der Typ ist irgendwie ulkig drauf. Das Rätsel lautet folgendermaßen. Gleite auf dem Schnee von der Quelle hoch am Himmel bis zum Berg auf der Erde. Das war nicht gerade die beste Strategie von ihm? Nee, ne? Gleite auf dem Schnee von der Quelle hoch am Himmel bis zum Berg auf der Erde. Passiere alle Lichträder und dir soll sich das Segenslicht offenbaren. Das ist einfach ein Schrein-Rätsel. Ah. Na, was sagst du? Das war jedenfalls das Rätsel über den Schatz, den man auf diesem Berg finden konnte, können soll. Segenslicht, das klingt wirklich nach einem fantastischen Schatz. Ich nehme an, dass es sich bei der Quelle hoch am Himmel um diese Quelle dort handelt. Der Schatz ist so gut wie mein. Oh. Obwohl ich ihn leider noch nicht wirklich gefunden habe. Außerdem sehe ich hier kein einziges Lichtrad. Doch aufgeben werde ich nicht, denn du musst wissen, ich bin Auberg, der Schatzjäger, der niemals aufgibt. Okay, wir müssen auf jeden Fall, das ist garantiert so gemeint, dass wir, nein, dass wir von hier oben irgendwie runter müssen. 100 pro. Ja,
Urecke mit dem Schwert, der in Andacht vor mich tritt, höre meine Worte. Ich vermag die Statue der Muttergöttin in der tiefen Schlucht nicht mehr zu spüren. Doch fühle ich, dass du mir mehr zu ihrem Verbleib berichten kannst. Welche Statue? Die Statue der Muttergöttin ist eine gewaltig große Göttinnenstatue und stellt unser aller Ursprung dar. Man findet sie in einem längst vergessenen Tempel am Ende einer tiefen, tiefen Schlucht. Okay, Janus, kann ich? Die Statue der Muttergöttin ist also gestürzt. O edler Recke, ein derart schreckliches Schicksal darf ihr nicht beschieden sein. Ich bitte dich, hilf mir, die Statue wiederherzustellen. Finde den azurblauen Geist Neidra, der umhüllt von Eiseskälte durch den Himmel gleitet. Biete sodann eine Neidra-Klaue an diesem Quell hier als Opfergabe dar. Wird gemacht. Bitte, ich flehe dich an. Aha. Alter, haben wir jetzt hier viel Zeug, ne? Gott. Hier unten? Ist die hier unten gemeint? Unter ihr ist wahrscheinlich auch noch irgendwie eine, oder? Die kaputt gegangen ist? Gut, hier können wir also nicht beten. Cool. Ich gehe mal nach oben. Hallo? Weil da oben ist nämlich der Turm. Und zu dem wollten wir ja hin. Eine Neidra-Klaue brauchen wir, okay. Sollen wir die dann bei ihr da bieten oder unten? Du sollst also den einen heiligen Drachen verstümmeln. Genau. Genau das sollen wir tun. Das hat uns die Göttinnenstatue aufgetragen. Das ist also eine heilige Aufgabe. Ah, schlimm. Oh, hi. Ist der abgehauen jetzt? Du brennst doch. So. Grillluxuswild, cool. Und wir haben gebrannt. Turm auf der Ranellspitze. Okay. Wow, gefrorenes Wild, okay. Das können wir echt essen. Pass auf, dass du dir nicht die Zähne daran ausbeißt. Es füllt ein wenig deine Herzen auf und kühlt deinen Körper, sodass du Wüstennütze trotzen kannst. Gefrorenes Geflügel eben genauso. Mann, ist da viel Zeug drin. Auf der anderen Seite auch noch was? Wer hat denn eigentlich hier so einen Turm aufgebaut? Krank. Wie kam dir denn auf die Idee? Da hinten los. Das ist das Schloss, ne? Das ist das Schloss Hyrule. Okay. Oh, warte. Ich will das hier noch kaputt machen. Einmal nach oben.
Okay, hier oben scheint aber nichts zu sein. Doch da. Oh, wow. Krass. So, warte, wir nehmen wieder das hier. Erstmal hier hin. Oh, können wir hier das anmachen? Was ist das hier alles? Oh, so Narnium-Schilde. Und sogar ein Schildschlitten. Oh, okay. Wir haben noch gar keinen Schildschlitten. Wir haben noch keinen Schlitten. Ich will einen Schildschlitten. Ich hätte gern den Schlitten. Nur den Schlitten. Wieso können wir den nicht rausnehmen? Doch, geht. Ich will den gerne. Ich will nur den Schlitten. Eigentlich. Mist. Ist das auch nur ein. Das ist ein stabiler Sonanium-Schild. Das ist halt nur normaler, ne? Ich wollte den Schlitten. Oh, hier ist ein Schrein, ha? Eigentlich? Oha. Lieber ein Schlitten als ein Schild. Ja. Ah, das ist das mit den Ringen. Ich verstehe. Ging das nochmal springen und dann. Oh Gott, warte. Schildschlitten. ZL, X und aufsteigen. Alles klar. Wem jetzt folgen? Ah. Oh Gott. Wow. Müssen wir einfach runtergleiten. Deswegen der Schlitten. Ich verstehe. Oh, geschafft, cool. Und was ist da oben mit? Da ist einfach nichts jetzt. Okay.
Okay. Ist hier einfach so auf der Straße aufgetaucht jetzt. Die Legende der Lichträder, das war's schon. Das war die Legende der Lichträder, ich verstehe. Oh, hier ist auch übrigens auch ein riesiges Loch, ne? Ist das Ranel-Plateau? Waren wir hier schon mal? Ja, Osthügel, ah. Ah, von Kakariko wären wir hier lang gekommen. Manchmal bin ich auch clever. Was? Sakusuk-Schrein. Wir sind nackig. Nein! Dieser Schreinband und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. No, warum? Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Oh Mann! Nacktes Überleben. Abgehoben. Oh boy! Warum denn? Wir hatten gerade diese blöde Sache mit dem Schlitten. Als ob das nicht reicht. Müssen wir auch noch nackig hier rein. Frechheit. Manu! Ist doch kacke! Oh boy! Oh, wow! Ah, wir könnten da hoch vielleicht. Ich will mitkommen. Ich fahr jetzt mit hoch. Aha, oh! Oh, wow! Alter! Fuck it! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich muss weg. Tschüss! Ich hab zu tun! Ihr müsst natürlich alle besiegen, ist klar. Aber der da oben ist mir gerade ein Dorn im Auge. Den müssen wir zuerst besiegen. Der stört mich nämlich gerade ein bisschen. Au! Au! Oh Gott! Au! Lesen wir den jetzt erstmal los. So, warte. Gut. Jetzt brauche ich mir eigentlich was zu essen. Wir sind voll am Arsch. Okay, warte. So. Erstmal ein Stachelschild. Oh Gott, da kommt uns weiter. Boah. Oh nein, geht weg. Nein, es sind so viele hier. Verdammt nochmal. So. Ist hier unten noch einer? Da hinten ist noch einer. Die haben uns jedenfalls erstmal aus den Augen. Das ist schon mal gut. Wir oh nein, die haben nur noch so wenig Herzen und wir haben nichts zu essen. Naja, das hier könnten wir essen, aber... War so ein Mist. Wir können aber unsere Waffen ein bisschen verbessern gerade mal. Die hier zum Beispiel. Nee, du sollst sie hinlegen. So. Wie ist denn das mit dem hier? Wir haben hier so einen blöden, aber den benutzen wir ruhig erstmal. Ich esse die. Ich werde sie essen. Damit wir ein bisschen geheilt sind. Ich habe sie jetzt geopfert, damit wir ein bisschen geheilter sind. Das ist mir einfach dann doch lieb.
Der hat auf jeden Fall. So. Den nehmen wir dir ab, ne? Das ist unserer. So. Sehr gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Stock und eine Fackel. Das Ding ist wohl umgefallen. Okay, wir brennen die mal ab. Ich bin clever. Wir hatten da vorne noch eine Kerze. Brennt ihr bitte? Brenn. Brenn an, los. Du auch. Brenn an. Nein, aua, ich will nicht brennen. Schade, nichts drin. Hätte ja sein können. Wenn wir den jetzt darauf machen, ne, dann können wir dann mit dem auf jeden Fall hochfliegen. An sich ja auch keine schlechte Idee. Dann können wir von oben angreifen. So. Mal hoch. Hinten wäre auch noch einer. Ach, shit. Da ist er. Warte mal, ich werde mal das andere, ein anderes ausrüsten. Wir haben leider jetzt natürlich die Blitzdinger nicht mehr. Mist. Die hier mitnehmen. Jetzt haben wir ein paar Holzpfeile. Ah. Dein Ernst? Was soll ich sagen? Oh, noch ein paar Pfeile. Okay. Warte. Können wir das an unsere Waffen auch mal anmachen, oder? Ging ja auch. Wow. So. Keine Ahnung, welchen Zweck das erfüllt, aber egal. So. Ich will da hoch. Ich will doch nur da hoch. Da hochkommt, tun wir da. So ist nicht. Das ist kein Problem.
keiner. Ah, der ist da. Das schon mal mit und das. Perfekt. Wieder einer weniger. Dann sind es nur noch die zwei, ne? Sehr gut. Okay, warte. Wo noch? Da. Hoch. Ah, kommen wir dahin, ich verstehe. Au! Alter, wie fies! Hat uns voll in den Nacken gekickt, das Teil. Hey, noch zwei Stöcke. Das ist insofern gut, dass wir uns hier noch was dran bauen können. Sehr gut. Das ist ja sogar 13 im Angriff. So. Was bringt uns das, hier hochzufahren? Eigentlich nichts. Wir können bis ganz nach oben fliegen, voll gut. Oder so. Wir haben noch zwei Herzen, ne? Shit. Oh nein! Sehr gut, der ist auch weg. Jetzt haben wir nur noch den einen da oben. Au, wir sind tot. Ah, damn it! Ah, weil ich nicht aufgepasst habe. Jetzt muss ich mal gucken. Gerade ganz kurz, wie viel Tode wir eigentlich schon haben. 17. Das ist nämlich die Nummer 18, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz da hochzählen, warte. So. Ich sehe es gerade nicht. Wo haben wir es denn? Ich will so ganz kurz gucken, wo unser Death Counter ist. Boah, Alter, wo ist der denn? Kann man ja gar nicht lesen da unten. Kann ich den... Hallo? Ich würde den gerne mal verschieben. Kann man den hier oben sehen? Ja, doch ein bisschen, ne? Hier oben kann man den ein bisschen sehen. So. Da ist unser Death Counter. Und der geht jetzt eins höher. So. Jetzt sind wir bei 18. Schlimm. Okay, wir müssen das anders angehen. Wir sollten nicht so oft drauf gehen, das ist keine gute Idee. Aber wo hat uns denn jetzt einer gesehen? So, warte. Wir könnten das hier dran basteln schon mal. Aber zumindest ein Angriff von 14. So. Wir
Wir machen erstmal den hier unten fertig. Sehr gut. Du hast nämlich auch gleich einen besseren Bogen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir können das hier einmal auf den Boden packen. Lass sie damit verbessern. Ich lasse das mal außen vor hier. Lass mal gucken. Da oben ist einer. Nee, nee. Ich wollte schon dahin, aber versuchen, so versteckt wie möglich zu bleiben. Nee, irgendeiner hat uns gesehen. Fuck. Wo denn? Ja, da. So. So, der ist weg. Und die Sachen wollen wir von ihm aber haben. So, perfekt. Was liegt hier noch? Ein Pfeil. Wir könnten versuchen, den da runter zu schießen. Oder so. So. Läuft schon besser, wir haben schon ein paar gekillt. Oh, ein Schild hat er gehabt. Schön. So, hier hinten war jetzt auch noch irgendwas von ihm, glaube ich, gewesen. Ja, die Waffe. So. So, haben wir ein bisschen was zusammengesucht schon. So, warte, nach Angriffsstärke. Ich mach nach Typ. Okay, wir haben... Können wir irgendwas verbessern gerade? Wir könnten da was dran bauen, wie wir wollten, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. So. Ich rüste mal das aus. Wie viele haben wir noch? Wir haben, glaube ich, noch zwei, ne? Die beiden da, oder? Oder ist hier noch irgendwo einer? Da ist noch einer, ne? Nee. Es sind wirklich nur noch die zwei da. Nicht irgendwo auch... Haben wir nicht irgendwo auch noch Elektrofrüchte, dachte ich? Oh, da kommt er. Er brennt. Warte mal, da gehen wir wieder nach unten. Wir gehen einfach mit dem Ding jetzt darauf. Ups, sorry. Ich wollte es nicht hauen. Sehr schön übrigens, dass es dich mal wieder erwischt hat. Ja, toll. Danke. Wo ist er denn? Aha. Warte.
So, der ist weg. Oh, Alter. Die nur außer Gefecht setzen. Holzpfeil nehme ich mit. Jetzt haben wir leider nur noch ihn, ne? Also wir müssen jetzt sowieso gegen ihn kämpfen. Aber wir haben diesmal mehr Herzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dass der echt die Hälfte ausmacht, ne? Ist schon krass. Na Quatsch. Ich möchte... Ah, Mann. Warte. Wenn wir das... Das hier abmachen. Hör auf damit. Lass das. Warte. Ja, bau. So, jetzt hauen wir dich aber auch richtig platt, Junge. Alter, der will uns angreifen, ne? Aber von weit, der, die feige Sau. So, erledigt. So, haben wir. Jetzt kriegen wir unser Zeug wieder. Juhu. Ah, der Typ. Ich finde es auch herrlich, wie du Autsch sagst, obwohl es dich ja tatsächlich gar nicht betrifft. Ja, I don't know. Das ist irgendwie Reflex, ich weiß auch nicht. Ha. Es ist Reflex. Könnten uns doch jetzt ein paar Schilde mit Dingens hier machen. Falls sie mal benötigen. Nur für den Fall, dass wir es mal brauchen. Oh, was ist denn hier Schönes drin? Oh Mann! Delta-Krieger-Lanze, die wir nicht aufnehmen können! Warum ist das Spiel so gemein zu uns? Wieso finden wir jetzt so viele Waffen? Kann ich leider nicht. Müssen wir uns ein andermal holen. Ich mache mir hier wieder ein Vermerk. Oh Gott, also erstmal ist dann X daneben. Jetzt so schön. So, dass wir hier noch eine Waffe haben. Ach, warte, untersuchen. Also, solltest du immer dafür sorgen, dass du immer einen Platz in der Tasche frei hast? Ja. Wenn unsere Waffen aber nicht kaputt gehen, wie soll ich das denn machen? Ich will die auch nicht wegwerfen. Ist ja doch schade drum. Oder wir müssen mal gucken, ob wir unsere Waffentasche vergrößern können. Ganz einfach. So, warte, wir müssen zu ihm nochmal hoch. Weil wir können ihm ja Bescheid sagen. Wir können ihm ja mal Bescheid sagen, dass wir das Rätsel geknackt haben. Irgendwo war doch, hier ist irgendwo bei der Hateno-Insel war. Da ist der Typ auf jeden Fall, wo wir hin müssen, um ihn zu befreien, denke ich mal. Einbaumkette, auch schön. Unser Epönchen ist hier. Wir gehen mal hier zu ihm. In irgendeinem Teil da konnte man sich Waffen anhängen, oder? Anhängen? Wie genau meinst du das? Ah, warte, ich weiß, was du meinst. Du meinst im BOTW, in dem Vorgänger konnten wir, in unserem Haus konnten wir uns Waffen aufhängen an die Wand, das meinst du, ne?
Ja, das konnten wir machen. Das, übrigens, waren wir da schon? Da waren wir noch nicht. Da ist ein Hieroglyph. Das habe ich mir auch gar nicht vermerkt. Das habe ich mir noch gar nicht vermerkt. Guck mal, oder? Das hier ist es wahrscheinlich. Ich verstehe. Können wir auf jeden Fall auch noch hin. Erstmal zum Typ. Hier sind so viele Dingens noch. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht markiert. Markiert. Zu dem will ich auf jeden Fall noch hin. Erstmal, wo ist der Typ? Wo ist denn die Quelle? Hier. Jetzt will ich den Typen kurz berichten. Hi. Hallo, ich bin Auberger. Wie? Du hast ihn gefunden? Die Quelle hoch am Himmel war tatsächlich im Himmel? Du bist durch Lichträder geflogen und ein Schrein erschien? Naja, wir sind gefahren mit unserem Schlitten, aber egal. Das ist ja einfach... Ich gratuliere dir, einfach großartig. Von einem Schatzjäger zum anderen. Dein Erfolg macht auch mich stolz. Der Schatz gehört natürlich dir allein. Mach dir keine Gedanken, das ist völlig in Ordnung für mich. Hi. Denn du musst wissen, ich bin Auberg, der Schatzjäger, der weiß, wann er sich geschlagen geben muss. Ich werde mich noch etwas länger auf diesem Berg umsehen. Es könnte ja noch irgendwo ein Schatz versteckt sein, den bisher niemand entdeckt hat. Vielleicht treffen wir uns ja einmal wieder. Wir Schatzjäger auf abgelegenen Berggipfeln müssen doch zusammenhalten. Okay. So, jetzt möchte ich auf jeden Fall zu diesem Schrein. Das ist wenigstens nicht so unfair wie Sheldon. Ah, ja. Naja, wir müssen tiefer, ich weiß, ich sehe den doch. Was ist denn hier? Ein Häschen. Warte, das werden wir wieder mit einem Auge abschießen. Wir könnten es einfrieren, wenn wir wollten. Aber ich werde es nicht tun. Hier ein normales Auge. Da. Da. Hallöchen, Geilo. Schöner Name. Warte, du kannst dir das Reckengewand hinter dem Thron holen. Oh Mann, jetzt hast du mir verraten, wo das ist. Also, das ist im Thronsaal, das wusste ich schon. Ja, und ich weiß, ich will mir das ja holen. Ich habe das ja schon, die Aufgabe haben wir ja auch schon. Ich will mir das auf jeden Fall noch holen. Oh Mann, ich wollte das suchen. Jetzt hast du mich der schönen Aufgabe beraubt, das selber zu suchen. Warte. Aber ein bisschen was von Usopp hat der Typ schon. Wer... Meinst du den Auberg-Kerl? Warte, hier hast du doch auch ein Haus im Spiel. Ne? Und da kannst du vielleicht auch... Ne, da können wir leider keine Waffen mehr ausstellen, weil Zelda hat das Haus okkupiert. Irgendwie gehört das jetzt ihr und sie gestattet uns nur noch damit zu wohnen, obwohl wir das bezahlt haben, das Haus. Ja genau, das mit dem Thron wussten wir. Also, dass es hinterm Thron ist, wusste ich jetzt noch nicht tatsächlich, muss ich geschehen. Aber dass es im Thronsaal ist, das wussten wir schon. Das stimmt. Das haben wir schon herausgefunden. So, wie heißt denn der Schrein eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Mal gleich gucken. Und wo im Thronsaal kann es denn schon sein? So viel steht ja nicht im Thronsaal. Ja, okay, gut. Man weiß es ja nicht. Es hätte ja wohl versteckt sein können. So. Ausbruch. Shikai Zeng Schrein. Aber ja, geil. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da werden wir auf jeden Fall auch noch hin. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch in den Thron. Da wollte ich sowieso mal gucken, ob wir da schon irgendwie einfach von oben mal vom Himmel aus sehen können. Rein theoretisch müsste das ja möglich sein. So. Ausbruch. Okay. Wir gucken uns um.
Aha, aha, aha. Ist da nicht dran? Zu weit hoch, hä? Okay, warte. Aber hier kommen wir. Hochklettern geht ja nicht. Machen. Und den dahin, für den Fall, dass wir runterfallen. So. Na komm, ey. Komm schon. Hier ist auch nichts. Ich verstehe übrigens den Titel Ausbruch nicht. To be honest. Wie kommen wir denn da ganz nach oben? Ach Quatsch, ich bin doch doof. Natürlich, ich weiß doch wie. Habe ich doch gerade gemacht, das hier. Und wir können doch hier auch rein. Haha. Da hoch müssen wir, kann das sein? Oh, hier ist eine Truhe. Na, was ist drin? Oh, willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Das Spiel will mich doch einfach verarschen. Oh, Manno. Gut, ich werde mir hier auch wieder markieren, dass hier noch was drin ist, Mann. So, wir müssen dahin. Oh. Ah. Fällt sie dann da runter? Nein, fällt sie nicht. Ah! Oh, cool. ja. Okay. Ich will mal kurz da hoch. Können wir da hochklettern irgendwie? Nee. Wird da irgendwie hoch? Ich würde da eigentlich gern hoch. Warte. Wir müssen... Na, das hier hinlegen. Bitte nicht umstürzen jetzt. Hä? Nein. Na okay, wir bauen uns einfach eine Brücke, ist so. Auch gut. Warte, nicht ganz. Ja. Das war jetzt eigentlich gar nicht so das verzwickte Rätsel, aber gut. Können ja nicht alle Rätsel so schwierig sein. Wir hatten schon auch andere Rätsel, wo ich ein bisschen grübeln musste. Ist da eine Höhle vorne? Ich muss kurz gucken, ob das eine Höhle ist. Sieht so aus. Also wir können es da mit einer Eiswaffe machen, wenn wir wollten. Es ist eine Höhle. Oh, wir haben eine Höhle gefunden. Oh, Höhle am Magoniberg. Oh, wir haben eine Höhle gefunden. Ich mag Höhlen finden.
Oh, und hier gibt's irgendwas Schönes. Sehe ich doch gerade. Ein bisschen aufpassen. Ich speichere mal kurz zwischen. Ich meine, die kämpfen ja mit uns mit, aber ich sehe jetzt leider durch die auch nichts. Oh, fuck it. Shit. Hm. Warte, ich hau mal kurz ein bisschen ab. Weil das kam jetzt tatsächlich leider etwas zu plötzlich. Geh weg. Die greifen echt meine Geister an. Ihr seid die Idioten. Oh, guck mal, da ist ein Molblin drin. Aha, aha. Wir müssen die bestimmt alle besiegen, oder? Ach du Scheiße! Oh, fuck it. Wir sehen uns zu viel. Geh mal nach unten. Hier sind wir erstmal safe. Oh, hallo. Oh cool, ich bin nicht eingefroren. Da ist ein Mayuri. Hier sind überall Monster eingefroren, ne? Mich, ob wir gegen alle kämpfen müssen oder ob wir die rein theoretisch uns was auch immer hier versteckt ist auch schon so holen können. Ich laufe einfach mal weiter. Ja, ja, soll mal herkommen. Wir haben ja unsere, die uns hier helfen. Oh. Ja, weg. Oh, der eine ist jedenfalls weg. Huch. Wer fand das jetzt? Er hier war? Oh, er war's. Warte. Dann holen wir uns den doch auch runter. So, warte. So. Und weg. Bist du für einer? Ein ganz normaler, oder? Hallo? Hallo? Warte mal. Ich muss mir eine andere... das hier ausrüsten. Das finde ich so. Oh. Idiot. Hat er gerade einen unserer Geister gegessen? Ehrlich? Wow. Okay. Ist ein bisschen frech, oder? Hallo?
Kannst du auch. Da. Haben wir auch erledigt, das Vieh. Ein Ritterschild, den wir nicht aufnehmen können. Dann lassen wir es auch erstmal liegen. Obwohl, Ritterschild hat 40 in der Abwehr. Das ist halt schön. DC hat nur 26. Verdammt nochmal! Vielleicht geht das noch kaputt. Ah. Warte. So. Können wir uns ja erstmal irgendeine Waffe nehmen? Wo sind die denn jetzt hin? Wen greift der an? Keine Ahnung. Weil wir eine Waffe jetzt weniger haben. Erstmal den hier. Gut, laufen wir mal weiter. Wo denn? Irgendwo ist hier noch einer. Also gehört habe ich. Habe ich es aber gesehen nicht. Die werfen, bewerfen uns auch. Wo denn, wo denn? Ah, da. Ha! Oh, direkt tot geschossen. Auch nicht schlecht. Ja, aber jetzt sind wir hier einmal durchgerannt. Und hier war nichts drin? Wo sind wir denn jetzt hier? Hier waren wir schon mal. Oh. Wo denn? Da. Aber wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ah. Dass hier eine Höhle war, habe ich gar nicht gesehen. Oder offensichtlich einfach nur nicht drauf geachtet. Okay. Ich lauf nochmal durch. Irgendwo muss hier noch was versteckt sein. Ja? Ja, hallo? Ich wollte hier gar nicht hin. Oh. So hoch wollte ich jetzt nicht. Ich wollte noch in der Höhle bleiben. Wollte ich rauf. Uch, oh, sorry. Das war nicht die Absicht, aber gut. Ja. Die hört schon noch irgendwann wieder auf. Oh, was haben wir hier drin? Lanze mit Soldatenlanze. Wow, Alter, was? Okay.
Irgendwo muss hier doch irgendwas versteckt sein. Da hinten weiter? Da oben, guck mal. Hier ging's noch weiter. Ah. Dachte ich mir fast, dass ich was übersehen habe. Ah, müssen wir tauen. Das ist kein Problem. Barbarenhose. Cool. Haben wir das Set voll? Kommt das Set voll, oder? Hey, cool. Guck mal. Das Set voll. Nice. Das ist ja cool. Aber es ist ein bisschen kalt hier, oder? Warte. Ich installiere wieder was Warmes an. Cool, damit haben wir das. Okay. Jetzt könnte man doch aus... Einfach nur aus... Aus Scheiß hier so ein paar Gegner erledigen. Aber muss nicht sein. Interessant. Cool. Gut, wo können wir denn dann jetzt hin? Ich wollte, glaube ich, hier mal noch kurz rein runter. Weil... Da waren wir noch gar nicht irgendwie. Und zum Geoglyph wollten wir. Stimmt, zum Geoglyph. Unbedingt.